So, nach dem unfreiwilligen, ziemlich abrupten Ende der letzten Aufnahme sind wir nun wieder zurück in der Mission. Und zumindest für eine Sache war das Ganze gut. Und zwar, dass ich mir mal überlegt habe, wie ich hier bei dieser Situation weitermachen könnte. Und zwar eine einfache Mischung aus Ablenkmanöver und Spritzen-Action, da die beiden ja schon durch Isabels Zauber verbunden sind. Dürfte zumindest der Teil der Aktion kein großes Problem sein. Und schon haben wir ratzfatz vier weniger. Ist auch gar nicht schlecht. Wozu das? Na, mal fehlt, wenn man eine Sekunde nachdenkt. So. Den hier würde ich natürlich gern loswerden. No objections here. Well, this ain't shady at all. Lorraine. I don't see Wayne anywhere yet. Let's head for the office. You won't feel a thing. Meet the Der steht mir hier im Weg. Let's keep moving. Und aufpassen muss ich vor allen Dingen auf den hier. New Orleans, just like my mother's stories. I feel like a detective. Oh, ich hatte jetzt noch die kleine Idee, Charming. Dass ich mit Kate mal hier eine Runde drehe. What's under that tarp? Bunch of empty cages. Looks like they brought people through here. Shit. I like what I'm hearing. Ich muss auch vor allen Dingen aufpassen, dass der Longcoat Kate sieht. Ich hoffe, dass sie da oben und gebückt sicher ist. Let's get this over with. Steady hands. One less to worry about. Der wäre vielleicht gar nicht mal nötig gewesen. So, search the office. Neue Aufgabe. Ja, aber nur der Doc kann das hier öffnen. Und damit stehen wir dann jetzt wieder vor dem Problemchen. Dass wir diverse Leute und vor allen Dingen auch diesen Longcoat loswerden müssen. Ich meine, der alleine ist jetzt nicht das Riesenproblem. Aber er hat ja noch ein paar Kumpels dabei. Oh, I'm ready for anything. Bin gerade im Überlegen, nicht sozusagen. Obwohl, die Gute hier ist eigentlich relativ isoliert. Yeah, I like that. Let's
Hier sieht sonst tatsächlich niemand. Das weiß ich allerdings. Doch, die sieht sie aber erst, wenn sie ihre Runde dreht. That's what I'm talking about. I'll send it to the other side. It's impossible. So. Like cutting nerves. Not a... Ready. We're two. Etwas zu langsam. So. Hold tight, Wayne. I'm coming. Yeah, I like that. Wenn der jetzt natürlich die Leichen sieht, dann ist rum. Muss ich doch noch mal eine Runde beobachten, wo der überall hinguckt. Oh, da hinten in der Ecke müsste er eigentlich... Nicht ganz so wie geplant, aber eigentlich dürfte er da nicht hingucken. Trotzdem speichern wir jetzt mal nicht ab. Das Thema klar ist. Ne, hat sie nicht gesehen, sehr gut. Interesting. Off we go.
Let me show you around. Not a bad idea. So, jetzt haben wir das soweit. Jetzt mal überlegen. Wir gucken bis hier. Und er läuft genau bis dahin. Das heißt, theoretisch habe ich hier ein kurzes Zeitfenster, ihn auszuschalten. This must be the office. I'll let you in. Then my slate is clean. You keep saying that, Sunshine. That's where to? Coming up. Okay. Die decken eigentlich so ziemlich den gleichen Bereich ab. Aber keiner guckt da hinten ins Eck. Schauen wir doch mal. Just a tiny prick. Reicht nicht. Oh, I'm ready for anything. Leave it to me. Jetzt gucken wir doch mal. Just a harmless sneeze. Go for it. Na, das hat doch wunderbar geklappt. Now, here's a thought. I got good aim. Yeah, yeah. Mm-hmm. We need a rest. Yeah, I'll send him to the other side. Was a little blood. Nicht wirklich nett hier das Ganze. Aber dank Frauenpower ist der Weg jetzt eigentlich so gut wie frei. No objections here. Oh, I won't miss. After this, we're even. Ich meine, ich muss den Longcoat ja nicht unbedingt töten. Spare ich mir eine Menge Ärger. Obwohl es jetzt natürlich durchaus möglich wäre. Mit den dreien. Aber ich komme ja auch so erstmal hier hin. Not even a challenge. Aber wenn das das Büro aus der Intro-Sequenz ist, dann ist der Marshall da ja vermutlich nicht drin. Well, looks like your friend ain't here. Shit. Where the hell are you, Marine? Maybe we'll find another clue here. Better watch your back here. Hmm. I think I found something. Another letter. Fine. Let's head back. Anscheinend verschiebt sich das auf eine nächste Mission. Something about a shipment. Looks like they brought Wayne out of the city to the Queen's Nest. What's that? Old place in the bayou. Oh, this can't be good. So we're done here? McCoy. Nah, he's right. I got what I need. Time we head back. Der ganze Aufwand ist nämlich da. Das ist auch ein interessanter Erfolg hier. Das heißt, im prinzipiell darf man kaum den Boden verlassen. Die beiden schließen sich aus. Okay, ich hätte anscheinend
den Hund übernehmen und damit Leute töten können, niemand töten können. Da frage ich mich, was jetzt hier fehlt. Gar keinen mehr mit Fragezeichen gesehen. Aber gut, ich bin zufrieden, die Mission ist beendet und damit können wir uns dann beim nächsten Mal neuen Aufgaben zuwenden. Wer weiß, ob wir jetzt entweder mit Cooper und Hector weiter auf die Jagd nach Frank gehen oder ob wir Wayne hinterher jagen. Wir werden es sehen, ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Macht's gut, euer Casuality.